Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang gehen wie immer ganz, ganz liebe Grüße an euch raus für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Steinbock oder der, die du hier auf einen Steinbock schaust. Heute schauen wir wieder gemeinsam in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat September für dich. Und dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann ist es spiegelverkehrt, dann drehe das bitte um, das kann passieren. Es ist trotz allem eine allgemeine Legung, ihr Lieben, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten, falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Für diese Legung gibt es natürlich auch eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür schreibe ich dir dann unten in die Infobox rein. Gut, dann beginnen wir mit seiner Energie im Monat September. Dann haben wir die drei der Stäbe, das Rad des Schicksals und den Prinz der Schwerter. Das kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Mit den drei der Schwertern konzentrierst du dich auf deine Zukunft, fokussierst du dich auf deine Zukunft, transformierst auch ein ganzes Stück weit und schaust hier, in welche Richtung es für dich gehen darf, für dich gehen soll. Also du manifestierst schon, wohin es für dich in Richtung Zukunft gehen soll im Monat September. Es wird ein sehr lichtvoller Weg sein, in ein Weg, der sehr heilsam für dich auch ist und wo du dich transformieren wirst. Mit dem Rad des Schicksals hast du das so ein bisschen ans Universum abgegeben, ne? Also das Universum beschützt hier, führt dich hier und du hast auch Vertrauen ins Universum, ne? Also du hast Vertrauen, dass was zu dir kommt, auch zu dir gehört und das, was nicht zu dir gehört, auch nicht zu dir kommen soll. Also du hast es ans Universum abgegeben. Das Rad des Schicksals ist im Englischen the Wheel of Fortune, also das Glücksrad dreht sich zu deinen Gunsten. Das Universum entscheidet immer zu deinem Besten, zu deinem Glück und darauf vertraust du. Also du hast hier diese ganze Sache mit deinem Wunschpartner, mit deinem Gegenüber nach oben abgegeben und schaust jetzt mal, wie das Universum hier so seine Fäden spinnt. Du beobachtest mit dem Prinz der Schwerter die Dinge von außen. Du befindest dich im Rückzug in der Stille und beobachtest aber heimlich, still und leise, wie sich denn so die Situation entwickelt. Also es kann sein, dass du hier diesen Menschen in den sozialen Medien beobachtest, WhatsApp-Status oder ob dieser Mensch was gepostet hat oder was geschrieben hat, je nachdem, ne? Du hältst dich hier zurück, du beobachtest aber aus der Ferne, wie sich denn hier so die Situation entwickelt. Na? Wenn die Zeit dafür reif ist, wirst du auch Entscheidungen treffen, weil das ist hier das Ass der Schwerter. Wenn du vielleicht hier genug gewartet hast, wenn du das Universum dir das Zeichen gegeben hat, okay, es soll so sein, dann wirst du hier auch die entsprechenden Entscheidungen treffen in hinsichtlich Liebe, Partnerschaft, dieser Verbindung mit diesem Menschen. Ne? Und im Großen und Ganzen ist der Monat September auch für den Rest deines Lebens sehr schicksalhaft geführt vom Universum. Also das, wonach du deinen Fokus ausgerichtet hast, danach bewegt sich hier das Rad des Schicksals zu deinen Gunsten. So, und dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Dann habe ich hier die Vier der Kelche, den Magier, die Vier der Münzen und die Zehn der Stäbe. Mit den Vier der Münzen ist dein Gegenüber mit der Gesamtsituation nicht so wirklich zufrieden. Man hat ja zwar die gefüllten Kelche, aber man kann das irgendwie nicht wahrnehmen, ne?
Die vier der Kelche, das ist so die Karte des Schmollens. Ne? Man ist nicht so wirklich zufrieden, man ist ein bisschen frustriert mit der Gesamtsituation und hat sich das alles irgendwie anders vorgestellt. Ne? Dieser Mensch müsste sich einfach nur umdrehen und diesen großen, riesigen Kelch sehen, wo hier schon das Licht rausströmt, wo hier schon die Sonne rausströmt. Hier geht es auch um die Heilung der Chakren, der inneren Prozesse. Das wäre wichtig, dass dieser Mensch sich das mal anschaut. Mit dem Magier. Weiß dieser Mensch, dass euch beiden eigentlich alles zur Verfügung steht? Der Magier ist der, der hier alle vier Elemente auf dem Tisch hat. Wasser, Luft, Feuer und Erde. In unserem Deck hier wären das die Kelche, die Schwerter, die Stäbe und die Münzen. Also dieser Mensch manifestiert hier ganz viel, möchte auch einen Neuanfang manifestieren, wo alles im Ausgleich ist. Hier haben wir auch das Yin und Yang, wo die männliche und die weibliche Seite im Einklang ist, wo Balance stattfindet, wo Verbindung auf Augenhöhe stattfindet. Es hat auch ganz, ganz viel mit Klarheit und mit Heilung und mit Wunscherfüllung zu tun. Also dieser Mensch manifestiert seinen Wunsch, gibt seinen Wunsch nach oben ab. Du hast es komplett ans Universum losgelassen und hier manifestiert noch jemand seinen Wunsch. Jemand möchte hier aus diesem Gefühl des, ja, es ist alles nicht so wirklich das, was ich mir wünsche, raus. Ja. Nichtsdestotrotz möchte dieser Mensch an Altem festhalten. Das kann an dir sein, das kann an dieser Verbindung sein, das kann an Verhaltensweisen sein, das kann an Glaubenssätzen sein. Also an irgendetwas möchte dieser Mensch hier festhalten. Mit dem Schwan und mit der Sonne kriege ich rein. Dieser Mensch möchte auf jeden Fall an der Treue und an der Loyalität festhalten. Oder das ist ein Wunschbild dieses Menschen. Das kann auch sein. Das ist wie, als würde dieser Mensch hier drauf schauen und weiß damit nichts anzufangen mit Treue und Loyalität und Ehrlichkeit. Also dreht euch das bitte auf eure Situation. Na? Also für einige möchte dieser Mensch an dieser Verbindung, an dir, na, an dieser Treue zu dir festhalten. Und für manche ist es einfach nur ein Bild, wo man drauf schaut und nicht weiß, was das ist. Na? Das kriege ich ja auch rein. Und die vier der Stäbe und die vier der Münzen und dann auch die zehn der Stäbe. Also hier hält auch jemand an alten Themen fest. Die zehn der Stäbe, das ist so die Karte der Schwere, der Last, wo man etwas mit sich trägt, was auch sehr, sehr leidvoll ist. Ne? Und dieser Bär schlägt hier seine Klauen in diese Person. Der Bär kann für eine Vaterfigur stehen, für ein Großvater, auf jeden Fall für die männliche Ahnenlinie. Also hier gibt es Themen in der männlichen Ahnenlinie, die sich bis zu deinem Gegenüber nach vorne durchgeschlängelt haben und wo hier eine Belastung drauf liegt. Ne? Also hier bedarf es Heilung in der männlichen Ahnenlinie. Ne? Das geht ganz weit zurück und das ist hier wie festgetackert. Ne? Also hier kommt die Schwere her, hier kommt die Last her. Hier kommt das Leid her und aber irgendwie kann man das nicht loslassen, ne? Vielleicht ist es auch so ein Thema mit, dass hier Unehrlichkeit war in der Ahnenlinie, dass man nichts viel von Treue gehalten hat und deswegen nicht erkennt, was das hier ist, ne? Das kriege ich auch gerade noch rein. Also hier darf Heilung stattfinden bei deinem Gegenüber. So, dann schauen wir mal an eure gemeinsamen Karten. Dann habe ich hier den Wagen. Die sieben der Stäbe und den Turm. Der Wagen spricht immer von Progress, von Fortschritt, von nach vorn gehen. Der Wagen ist eine der schnellsten Karten im Deck. Hier geht es auch darum, seine dunklen und seine lichtvollen Aspekte in Einklang zu bringen. Das ist sowieso der September, ein Monat, wo das die Aussage von fast allen Readings ist. Bei sich anzukommen, sich in die Balance, in den Einklang zu bringen, die schattenvollen Anteile, die lichtvollen Anteile. Also das ist eigentlich die Aufgabe des Septembers für uns alle, ne? Nicht nur für die Gegenüber, sondern für alle, ne? Und wenn dann jeder in seiner Balance ist, jeder in seinem Ausgleich ist, dann kann auch hier eine erfüllende Liebesverbindung stattfinden.
Der Wagen kann auch für einen Umzug stehen, für eine Reise stehen. Auf jeden Fall geht's hier voran. Und wohin geht's? In die Sieben der Stäbe. Hier verteidigt man sich, hier verteidigt man seine Wünsche, Werte und Bedürfnisse. Hier verteidigt man auch seine Visionen, seine Glaubenssätze. Die eigene Wahrheit wird hier auch verteidigt, ne? Und das verteidigt man hier vehement. Ich habe hier den Löwe im Hintergrund. Also man verteidigt das hier mit Kraft, Mut und Stärke, ne? Also es ist keine Karte der Abgrenzung, aber man verteidigt sich nach außen, ne? Also das, was hier nicht mehr stimmig ist, das lässt man nicht an sich ran und sagt, stopp, hier wird eine Grenze für mich überschritten. Das sind meine Wünsche, Werte und Bedürfnisse. Und da geht es mit dem Wagen hin. Und dann geht es in den Turm. Also hier kracht irgendwas zusammen. Ne? Der Turm ist für mich nicht unbedingt eine schlechte Karte. Hier bricht halt was zusammen, was schon lange nicht mehr stimmig ist. Hier können alte Glaubenssätze brechen, hier können alte Verhaltensweisen brechen, es kann auch einen Streit anzeigen, es kann auch eine Diskussion anzeigen, ein Disput, es kann auch eine Trennung anzeigen. Ne? Aber hier schwebt ja schon wieder die Taube. Also dadurch, dass dieser Turm endlich einstürzt, entweder du, dein Gegenüber oder ihr beide habt euch hier irgendwas erschaffen, was nicht auf einem stabilen Fundament steht. Ne? Und es muss zusammenbrechen, damit hier Frieden reinkommen kann und damit hier wieder Licht reinkommen kann. Denn aus dem Geröll, aus dem Staub, aus diesen Steinen kann dann wieder was völlig Neues, auch was Schönes erbauen. Zum Beispiel eine Brücke. Ne? Man muss ja keinen Turm um sich herum bauen, ums Herz und um die Seele. Ne? Also hier, das passiert auch sehr schnell. Also der Turm kommt plötzlich und der Wagen ist eine sehr, sehr schnelle Karte. Ne? Dass sich hier jemand sagt, stopp bis hierher und nicht weiter. So kriege ich das rein. Na? Also hier bricht irgendwas zusammen in eurer Verbindung. So, und dann schauen wir nochmal in die gemeinsamen Karten. Und dann habe ich hier die Leidenschaft, erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und dann habe ich hier die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Also ich habe hier eine Verbindung liegen, wo es hauptsächlich darum geht. Hauptsächlich um Leidenschaft, Erotik, Passion, Sexualität. Ja? Und darauf kann man ja keine Partnerschaft aufbauen. Darauf kann man ja keine Verbindung auf Augenhöhe aufbauen. Und es kann sein, dass dir das im Monat September klar wird und du hier einen ganz klaren Schlussstrich ziehst, dich hier davon abgrenzt. Ja? Weil es ja einfach nur um die Sexualität, um die Leidenschaft geht. Also ihr habt hier ein hohes Potenzial an Leidenschaft, das will ich euch nicht absprechen. Aber zwei Karten, die das andeuten, also ich habe hier keine Karten, die auf eine große Liebe, auf Stabilität und Sicherheit hindeuten. Ne? Deswegen richtest du hier wahrscheinlich auch deinen Fokus neu aus und lässt das Schicksal, das Rad des Schicksals für dich entscheiden. Ne? Also hier. Es ist eine Verbindung, wo ich einfach nur Sexualität, Leidenschaft, Erotik sehe. Und ja, also wenn du das möchtest, bitte, dann go for it. Ne? Also hier ist ganz, ganz viel Feuer, hier ist ganz, ganz viel Leidenschaft. Aber für die, die hier auf was Festes schauen, auf was Ehrliches schauen, auf eine Verbindung auf Augenhöhe, mit Liebe, mit Harmonie, das habe ich hier nicht liegen, sage ich euch ehrlich, ihr Lieben. Gut. Wer hier wissen möchte, wie es denn mit diesem Gegenüber weitergeht, wie dieser Mensch über dich denkt, was dieser Mensch für dich fühlt, wie dieser Mensch denn in den nächsten Schritten auf dich zukommt, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten solltest, dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür schreibe ich dir unten in die Infobox und pinne es auch nochmal unten in den Kommentaren an. Ich würde mich ganz, ganz sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Und für alle anderen, euch wünsche ich eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.